Überraschung aus Doha. Der Qatar Privilege Club stellt um auf Avios. China Southern mustert den A380 jetzt endgültig aus. Und konsequenterweise ist der Luftraum über der Ukraine leer gefegt. Mein Name ist Lars Kors und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Abonniert den Kanal, vor allem die Glocke nicht anmachen zu vergessen, damit ihr wirklich nichts mehr aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status verpasst oder auch der Aviation. Vergesst nicht zu kommentieren unten und natürlich unseren Beitrag zu liken. Das erste Thema heute ist Ukraine, logischerweise aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Die Befürchtungen um den Einmarsch bewahrheiteten sich leider und die Russen haben Truppen, die sie sonst irgendwie versteckt haben, in den besetzten Gebieten rausgeholt, fahren da umher. Es sind da wohl auch aus dem russischen Gebiet welche in diese Separatistengebiete gebracht worden. Ich will das alles politisch gar nicht bewerten. Aber ansonsten ist der Luftraum heute wie leer gefegt. Und man sieht halt einfach, was solche Konflikte für uns, für die zivile Luftfahrt mitbringen an Problemen. Und damit sieht man halt jetzt wirklich, was das Riesenproblem ist. Fluggesellschaften hatten ja schon angefangen, nicht zu fliegen. Hatte ich ja auch berichtet. Heißt also, die Ukraine wird komplett gemieden. Die Lufthansa hat ja auch ihre Strecken ausgesetzt ab heute, sowie die KLM Air France, die SAS. Also insofern sind sie dann guter Gesellschaft. Air Baltic hat auch die Nightstopper, die sie hatten, eingestellt. Das gab es heute auch als Pressemitteilung. Und wenn man halt auf solchen Seiten wie zum Beispiel FlightRadar24 guckt, sieht man halt wirklich, dass der ukrainische Luftraum bis auf wenige Ausnahmen wirklich leer ist. Also insofern, ja, traurige Zeiten, die sich da anstellen. Ja, was soll man dazu sagen? Also insofern schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt, wann da wieder Normalität reinkommt und wenn der Flugverkehr wieder vor allem über die Ukraine auch wieder hinweg geht. Ein weiteres Kapitel in der Luftfahrt, was sich dem Ende neigt, ist der A380er bei einigen Fluggesellschaften. Und hier gibt es den chinesischen Super-Jumbo-Betreiber China Southern. Man hat jetzt die ersten beiden A380er, die man in Rente schicken will. Also man hat ja schon über den Abschied nachgedacht, hatte dann die Betriebskosten als Argument gesetzt. Man hat 5 Stück von diesen Riesenflugzeugen. Und wenn man richtig gehört hat von der Fluggesellschaft, dann soll es wirklich Ende dieses Jahres Schluss mit lustig sein, zumindest für 2 Flugzeuge. Und die Flugzeuge sind auch schon geparkt, also das heißt, in Guangzhou stehen sie seit auch November 2021. Flüge, die vorher gegangen sind, zum Beispiel nach Australien, man ist Sydney angeflogen, man ist in Europa Amsterdam angeflogen oder in Nordamerika Los Angeles. Und das möchte man einfach nicht mehr machen. Also man möchte die Flugzeuge ausfliegen nach Victorville. Das ist ja ein Friedhof für Flugzeuge. Einige sind natürlich wiedergekommen. Aber das ist halt das Dilemma, was für die beiden Flugzeuge dem voransteht. Also einige werden ja noch betrieben. Und was halt natürlich schade ist für First Class Aficionados, wenn der 380er weg ist, dann gibt es auch keine First Class mehr bei der China Southern. Und damit ist das Thema durch. Air China selber, die haben ja noch First Class in den 747 und den 777. Also insofern kann man dann noch gucken, was es da gibt, ob man mit denen fliegen möchte. Aber ansonsten ist da das Thema von den 380ern zu Ende. Es gibt damit dann nur noch 7 Betreiber der 787. Und die sind namentlich Emirates, British Airways, Qantas, Qatar Airways, die natürlich auch temporär die Nummer nutzen, A350-Thematik, Singapore Airlines, Korean, Asiana und ANA All Nippon Airlines, die ja auch ihre Flugzeuge etwas später wieder benutzen, als sie es ursprünglich wollten. Dann zu gestern zu der Nachricht, einen Teil vom A380er kaufen, die Nummer MSN 13, hatte ich ja gesagt, ich wusste nicht, wer es ist. Emirates ist es, also das heißt, wenn ihr von dem Flugzeug Teile haben möchtet, dann könnt ihr die euch kaufen, das wäre dann halt 500 Teile,
hatte ich ja gestern erwähnt. Aber wie gesagt, ist ein Emirates-Flugzeug, nur damit ihr wisst, welche Treppe und welche Stühle und welche Sitze da angeboten werden. Also insofern einfach mal schauen. Ein weiterer Kandidat in Europa, der angeschlagen ist, das ist die Scandinavian Airlines, die ja nicht nur in Stockholm, Oslo und in Kopenhagen sitzt, also in dreien. Die wollen jährlich 7,5 Milliarden schwedische Kronen, in Euro sind es immer noch über 700 Millionen Euro, senken. Und da hatte man jetzt die Quartalszahlen vorgestellt. Und man muss sich halt einfach auf eine stabile Grundlage setzen. Wir hatten ja auch schon öfters berichtet, dass Scandinavian Airlines zur Lufthansa-Gruppe gesagt hat, willst du uns übernehmen, hallo, 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 kaufen, kaufen. Aber dass diese Liebe wurde aus Frankfurt aus Gründen nicht erhört. Warum? Ganz einfach, weil Scandinavian Airlines ein Riesenproblem hat. Die Gewerkschaften sind in Skandinavien sehr, sehr stark. Und damit sind die Flugbetriebskosten, was die Personalseite angeht, sehr, sehr teuer. Und die Fluggesellschaft hat auch wirklich gesagt, man muss einen Neustart machen, weil man halt keine wettbewerbsfähige Kostenstruktur hat. Also man muss da wirklich das Potenzial heben. Und deshalb hat man ja auch jetzt gerade in den schwersten Zeiten der Branche, das war ja die Corona-Zeit, weil die Reisebeschränkungen natürlich das Verhalten, das Konsumverhalten, was Flüge angeht, bei den Fluggesellschaften geändert hat. Und die finanziellen Mittel sind halt einfach nicht da und man muss halt den Betrieb komplett umwandeln, bevor es wieder einfach, ja, vorwärts und aufwärts geht mit der Fluggesellschaft. Und man möchte halt einfach das ganze Projekt SAS, nenne ich es einfach mal, weil es wirklich eine Dreiländergeschichte ist, wieder auf Trim, auf Weg bringen und das Netzwerk, die Flotte, die Tarifverträge, das sind alles Kosten, die halt extrem hoch sind, weil man sehr viele AOCs hat. Deshalb hat man jetzt zwei Firmen gegründet, die SAS Link und SAS Connect, das hatte ich ja schon mal genannt. Und da sollen mit eigenen SOCs, mit den Basen in Scandinavian Airline Gebiet, das wären Kopenhagen, Stockholm, Arlanda und Oslo, Gardermoen, zu deutlich geringeren Preisen produziert werden. Ein weiteres USP, und das nenne ich ja auch immer, wenn es um Scandinavian Airlines kommt, man möchte grün werden. Also die kompensieren für uns schon das, was die Lufthansa zum Beispiel möchte, dass wir bezahlen. Also nur, damit man es sich mal gerade angehört hat. Das Hammerthema heute. Qatar Airways Privilege Club hat sich dazu durchgerungen, nicht mehr mit ihren eigenen Währungen, wenn man von Währung reden möchte, und ich rede ja sehr gerne bei meinem Programm von Währung, weil wenn man diese Währung, das Ganze, diese Punkte als Währung versteht, dann merkt man auch einfach, dass es einen Wert hat, ganz genau, also Geldwert hat. Und genauso wie das halt immer ist bei Währung, hat man sich jetzt dazu durchgerungen, so wie andere Länder gesagt haben, hey, wir nehmen die US-Dollar als Währung oder als Basis. Wir nehmen Avios. Ja, ganz genau. Das war ein Knall, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Q-Miles, was die bisherige Währung war, wird einfach komplett abgeschafft. Man wird es 1:1 umswitchen auf Avios. Also insofern gibt es da keine Angst. Bis Ende März wird es umgewandelt werden im Privilege Club. Und man bekommt dann diese Gutschriften in Avios-Form. Da sagt ihr, Avios, Avios, das kenne ich doch. Ja, das ist British Airways, ganz genau. Oder aber auch Iberia. Und man sieht es ja auch, wie es bei der Iberia funktioniert. Man sieht es ja auch, wie es bei der British Airways funktioniert, dass man hin und her schieben kann. Und damit ist das Privilege Club Programm ein Programm, das diese Avios auch wieder nimmt. Fluggesellschaften, die diese Avios übrigens benutzen, nur damit wir nochmal alle genannt haben, also ich habe eben British Airways und Iberia genannt, ist Aer Lingus und Vueling. Da hat man halt die Programme Air Club, Vueling Club, Avios, Iberia Plus und Executive Club von British Airways. Damit halt jetzt wirklich nochmal ein Programm mehr im Köcher, was diese Avios dann als Währung hat. Wir hatten ja auch sehr viele Probleme, diese Qatar Airways Privilege Club Q-Miles zu generieren, weil da gab es wenig Möglichkeiten außer in Qatar selber. Und damit hat man natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, wenn diese dann angenommen werden. Qatar Airways hat das auf der Webseite angekündigt und dass man halt da Teil der Avios-Familie sein wird. Es ist zwar ein Knall, aber auf der anderen Seite ist es ja auch kein Knall. Warum? Ganz einfach, weil man Teilhaber ist beim British Airways. Und damit ist es halt wirklich so,
dass man sich das Ganze mal von der logischen Seite her angucken muss. Heißt also, Qatar Airways ist der größte Anteilseigner bei IAG, das ist die Muttergesellschaft für British Airways, Iberia und so weiter. Und man ist zwar keine IAG-Fluggesellschaft, aber man hat ja auch dieses Leverage benutzt, bei Airbus zum Beispiel schon, wo man gesagt hat, hey, also das heißt, man benutzt das sehr, sehr stark und deshalb macht es auch konsequenterweise Sinn, dass man die Avios auch übernimmt. Und damit gibt es für uns eine Möglichkeit, in einem wesentlich größeren Rahmen diese Punkte zu sammeln. Und da kann man halt einfach gucken, dass man halt wirklich mit diesen ganzen Partnerschaften, die es mit den Avios gibt, da also nochmal mehr Möglichkeiten hat, wenn man bei Qatar sammelt. Also für mich macht das Sinn. Und dann natürlich auch ganz klar, die Märkte, in denen die Avios gesammelt werden, sind auch für Qatar Airways sehr, sehr wichtige Märkte. Heißt also insofern, wenn man sich England anguckt, Spanien, aber auch die USA. Und dort sind die Avios dann halt eine Währung, die halt wirklich ja, für sie einen Vorteil bringen. Schauen wir uns einfach mal an, ob es für uns eine Nachricht ist, die gut ist, ob wir sagen können, hey, das ist etwas, was für uns ein Vorteil ist. Man muss natürlich gucken, dass das Qatar Airways Programm immer schon ein problembehaftetes Programm war. Zumindest fand ich es immer so ein bisschen so unausgegoren am Ende des Tages. Und so wie ich ja eben sagte, von dem Punkt her, dass für uns die Meilensammelmöglichkeiten besser werden. Das heißt also, wir können wesentlich mehr Punkte sammeln an verschiedenen Punkten, aber können aber auch die wieder einsetzen an mehreren Fluggesellschaften. Das heißt also, wer bei British Airways gesammelt hat, kann sie bei Qatar Airways mit demselben Verhältnis ausgeben. Da soll sich nichts ändern. Also insofern wäre das eine gute Nachricht. Dann von der Effizienz her, wenn man sich das anschaut, dann ist das auch eine coole Sache. Aber jetzt müssen wir überlegen, ist das jetzt etwas, wo man sagt, das ist so unglaublich oder so, gibt es noch nicht? Nein, LOT Airlines ist ja auch bei der Miles & More in Anführungsstrichen als Programm und hat aber kein eigenes Programm. Also da besteht der Unterschied so ein bisschen zu Qatar Airways, dass man ein eigenes Programm hat. Man hat die Währung geändert, aber man hat nicht die Möglichkeit geändert, wie man den Status bekommt. Das bleibt alles gleich, so sieht es zumindest aus. Also wir müssen so ein bisschen noch abwarten, bis da ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen kommt. Und deshalb müssen wir halt einfach warten, was wir davon erwarten müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Thierry Antinori, den ich auch persönlich von der Lufthansa und von der Emirates kenne, ist sehr, sehr innovativ unterwegs. Und ich glaube einfach, dass zumindest am Anfang für uns da keine negativen Überraschungen auf uns zukommen. Und wir müssen halt einfach da abwarten. Warum? Ganz einfach, weil nur die Zeit uns das erklären wird, ob das in irgendeiner Art und Weise schlecht wird für uns. Ja, was soll ich dazu sagen? Fazit, abwarten und Tee trinken, so wie man in England das sagt. Aber das ist für euch auch die Möglichkeit zu sagen, ob es für euch einfach eine gute Nachricht ist, unten in der Kommentarspalte, oder eine schlechte Nachricht, ob ihr sagt, nee, das mag ich gar nicht, das nervt mich, oder ich fand das Programm sehr geil. Also insofern, ich würde mich freuen, wenn ihr das unten kommentieren würdet, oder aber die 380er als Thema, also das, was euch heute in der heutigen Folge bewegt hat, oder natürlich auch andere Themen, die mit der Aviation zu tun haben. Also insofern freue ich mich auf eure Kommentare, vor allem vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen und den Like dazulassen, weil ihr habt es ja wieder, ich sage es ja immer sehr gerne, bis zum Ende durchgehalten. Also insofern, kommentiert unten, was ihr von der Qatar Airways Bombe haltet, die geplatzt ist. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und in der Folge, was haben wir denn heute? 52, ne? Haben wir 52? Ne, wir haben 53, wir sind schon weiter. 53. Folge, also insofern knallhart Stammschritt, das gehen wir auf die 100 zu. Also, bis morgen wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann, ciao.